So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Sparks Challenge und irgendwie ist schon wieder alles viel zu spät. Ich könnte kotzen. Aber, ich bemühe mich das, heute ist Freitag, ja, heute nehme ich das noch auf, ich lade das auch gleich hoch. Ich bemühe mich, dass es die nächsten Tage, also das heißt, morgen. Morgen ist Samstag, ja, morgen Samstag und Spinne? Ah! Hallo. Ich bin Streeterpay. Was geht? Morgen ist Samstag, genau. Dass das morgen. Ich hab dich nicht angeguckt. Pünktlich kommt und Sonntag pünktlich kommt und überhaupt mal pünktlich kommt. Aha, Opa. Hey! Ich hab eine Enderperle. Ich weiß gar nicht, ob das eine Aufgabe war. Ich glaube ja nicht. Aber wir nehmen sie mal mit. Gehen wir weiter. Sonne wäre gestorben. Mehr Erfahrung für mich. Dann sollen wir natürlich auch Level. Hier unten ist natürlich auch mal ganz gut. Ich befürchte nur, dass wir hier nie wieder rausfinden werden. Dann haben wir ein Problem. Aber gut. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Und ich wollte hier eigentlich einen Dungeon finden. Richtig, richtig. Beziehungsweise Melonensamen. Dafür waren wir auch noch hier. Aber die Mission ist irgendwie so ein bisschen, ja, ins Stocken geraten, würde ich mal behaupten. Weil wir hier nicht so richtig finden. Hier mal weiter. Hier waren wir schon, ne? Ich hätte vielleicht mal hier so ein bisschen alles absperren müssen, wo ich schon überall war. Aber warte mal, an die Kiste hier. Kann ich mich, glaube ich, erinnern. Wenn wir hier zu... Nee, warte mal, hier können wir ja gar nicht zurück. Aber, also hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Hier kann ich mich dran erinnern. Ja, müssen wir dann halt jetzt entscheiden dann. Demnächst, ob wir mal hier wieder rausgehen. Und uns mal ein bisschen orientieren. Was uns sowieso nicht mehr gelingen wird, weil wir uns sowieso am Ende nach oben rausgraben werden. Ich weiß schon, wie das abläuft. Aber naja. Ich glaube, wenn wir uns hier irgendwie nach oben rausgraben, dann kommen wir schon... Hallo. Hallo, Zombie. Dann kommen wir schon irgendwie... fast richtig raus. Hier ist ein Creeper. Warte mal, ich kann mich hier dran erinnern. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier nicht wüsste... Hier sind wir, glaube ich, irgendwie reingekommen. Guck mal, hier hinten geht's auch noch weiter. Na, hier geht's ja auch noch weiter. Hallo, Creeper. Stirb. Und da hinten ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Okay. Hallo, Zombie. So. Müssen wir was essen? Irgendwie sind die Player-Sounds sehr niedrig. Kann das? Players. Ja, hier, komm. Mach mal hier. So. Dungeon. Also so richtig einen Dungeon finden wir nicht, habe ich das Gefühl. Deswegen würde ich mich demnächst auch mal bemühen, hier wieder rauszufinden, weil bringt ja nichts, wenn man hier nur so rumirrt und nichts Produktives bei rauskommt. Können wir hier hinten noch lang gehen? Hallo, Skelett. Was geht? Bitches. Aua. Piss dich. Ah, piss dich. So. Diese Skelette. Ja, wir können das Eisen hier noch mitnehmen. Eisen ist Eisen. Eisen ist cool. So. Jetzt haben wir Inventar voll. Hier, Wolle können wir weg. So. Nehmen wir das Eisen hier mit. Ich denke mal, wir graben uns hier irgendwo ganz nach oben raus, weil hier... Ich bin mir sicher, dass wir hier irgendwo reingekommen sind. Und wenn wir dann wieder nochmal reingehen sollten, dann markieren wir uns das einfach und schauen mal. Und wenn nicht, müssen wir uns halt ein bisschen abmühen. Ah, hier oben geht's schon raus. Okay, hier ist Sand.
Lass uns einfach mal. Sorry, dass es gerade ein bisschen dunkel war, aber ich habe jetzt einfach mal gerade keine Fackel gesetzt. Jetzt habe ich mal eine gesetzt. So. Jetzt kamen wir uns hier mal raus. Blub, 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 blub. So. Graben, graben. Scheiße. Alter. Ganz ehrlich. Mach keinen Scheiß. Okay. Hallo, Hauskreeper. Ja, ich weiß, wo wir sind. Okay. Da unten steht unser Pferd. Okay, wir haben wieder zurückgefunden. War ja easy. Ach ja, die Zombie haben ja eine neue Range übrigens. Habe ich noch gar nicht erwähnt. Ist mir neulich nur so aufgefallen, aber ich war mir nicht sicher. Aber jetzt sieht er uns nicht mehr. Okay. Pferd hat Diamantrüstung. Das ist auch gut. Wir können uns mal einen Ofen machen. Oder auch zwei oder auch drei. Und die mal hier so hinstellen. Dann machen wir mal hier das rein. Und so. Und so. Und hier ist kein Platz mehr. Gut. Die kann dahin noch zu den Enderperlen. Achso, Enderperlen haben wir schon. Siehst du. Siehst du, siehst du, siehst du. Ja, gut. Dann haben wir das. Spinnenauge brauchen wir ja natürlich dann später auch noch. Und zwar für den Trank der Unsichtbarkeit. Aber das hat ja auch noch. Das ist auch noch eine ganze Weile hin. Ehe wir so weit sind, dass wir den brauen können überhaupt. Aber wir ja brauchen ja erstmal einen Braustand. Und ein Braustand ist ein Braustand. Ein Braustand ist ein Braustand. Brautkleid bleibt Brautkleid. Blablabla. Hm. So. Ich habe jetzt einfach mal noch ein paar Kisten gemacht hier. Und hier stellen wir noch. Na, machen wir hier noch so. Und eventuell sollten wir hier auch mal ein bisschen was zubauen. Weil ist ja ein bisschen gefährlich. So, ganz offen. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt packen wir erstmal alles hier rein. Power 1 Bogen haben wir bekommen. Ja, scheiße. Scheiß drauf, ne? Wir machen noch ein neues Diamantschwert. Jetzt habe ich kein Holz. So. Wir machen noch ein neues Diamantschwert. Because wir wollen ja auf Level 30 verzaubern und da habe ich eigentlich gerne ein neues Diamantschwert. Achievements wurden wieder resettet. Ist ja wieder Minecraft-Logik am Start. Ihr wisst, wie es ist. Hier sind wir reingegangen, ne? Ja. Genauestens. Okay, hier sind wir reingegangen. Ich will jetzt auch nicht unnötig in Höhlen oder irgendwie sowas. Da töte ich lieber noch ein paar Monster in der Wüste. Ehe ich hier wieder rumirre und gar nichts schaffe. Hallo, Zombies. Was geht ab, Bitches? So. Erstmal was essen und jetzt kommt ihr dran. Es ist genug für alle da. So. Du kommst auch dran. Komm schon Level 29 gleich. Oh. Ups. Naja, was soll's. So, hier Level 29. Hallo. Würdet ihr mal bitte aufhören, mich abzuschießen? Das wäre nett. Hatte wie viele Monster hier? Nee. Okay. He's dead. 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 Hallo. Skelett. Ist auch noch ein Bogen fallen lassen, habe ich gesehen. Ich bin Level 30. Achso, die, den Verzauberungstisch muss ich ja dann erstmal wieder aufstellen, fällt mir gerade so. Das fällt mir ja wie Schuppen vor den Augen. Wenn ich Schuppen auf den Augen hätte. So. Gehe ich oder mache ich die platt? Ach komm, ich mach sie platt. Geh mir sowieso auf den Sack. Scheiß Skelette. Bam. Jetzt werde ich angeschrieben. Juhu. So, wir gehen. Jetzt sehen uns. Alter, wie schnell ist denn das Skelett? Bitte.
Noch eine. Noch eine Spinne. Ja, komm halt nicht näher, Bitch. So, dankeschön. Wir brauchen Holz, richtig? Richtig, richtig? Ich weiß es nicht. Wir müssen ja die Bücherregale wieder aufstellen. Hier haben wir die Bücher. Und wir haben aber kein Holz. Das heißt, wir müssen Holz farmen. Hallo, Creeper. Hallo. Was gibt? Okay. He's dead now. So, wir haben auch schon wieder 10 Minuten. Ich möchte das eigentlich in der Folge jetzt noch schaffen. Dass ich hier die Dingens und so. Ja, klappt wieder super. So, hier ein bisschen Sand. Komm, mitten in die Wüste, mitten im Wald hier. Mach ein bisschen Sand hin. Das fällt ja gar nicht auf. So. Und jetzt nehmen wir das Holz hier mit. Bisschen Holz brauchen wir ja schon dafür, ne? Also. Na, schnarch. Schnarch. So. Ja, ich habe den Sand mit der Axt abgebaut. Scheißt euch doch ein. Meine Güte. Meine Güte. Gotte. Güte? Gotte? Hört man jetzt hier nicht. Er ist aggressiv. Alter! Keep cool. Okay. Alter. Danke. Schnauze. So. Kann ja nicht wahr sein hier. Macht er mich hier fertig. So. Auch dieses Holz werde ich kriegen. So. Und den Baum machen wir hier auch noch. Holzen wir hier einfach. Oh, den würde ich gerne stehen lassen. Den eigentlich auch. Gehen wir ein bisschen hier in die Richtung lieber, ne? Damit wir noch ein bisschen hier abholzen. Weil da vorne möchte ich eigentlich. Möchte ich eigentlich die Bäume da vorne stehen lassen. Weil die finde ich eigentlich relativ schön da. So ein bisschen. Es ist so ein bisschen Savannenstil hier, habe ich auch das Gefühl. Oder? Gibt's sowas in Minecraft? So ein Biom, das sich Savanne nennt oder sowas? Savannah. Erinnert mich an The Walking Dead. Kommt übrigens demnächst auch wieder. Ist, werde ich sogar heute, glaube ich, noch aufnehmen. Ist in Planung, dass ich The Walking Dead weiterspiele und so schnell wie möglich weiterspiele, denn es ist ja die zweite Staffel rausgekommen oder die zweite Season. Und da möchte ich natürlich anknüpfen und die zweite Season dann auch noch spielen. Wird zwar alles ein bisschen später dann, aber ich möchte eigentlich jetzt erstmal die erste Staffel zu Ende spielen. Müsste ich heute noch aufnehmen, weil ich muss ja über Weihnachten planen und so weiter und so fort. Muss ich mal gucken. Kriege ich aber, denke ich, mal hin. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Holz sammeln. Ein ganz klein bisschen noch hier, das reicht wohl. Okay. Und hier ist noch ein paar Saplings. So. Saplings könnten wir mal einpflanzen. Hier mal so ein bisschen frei. Machen wir hier mal einen hin und machen wir hier mal einen hin. Das ist, sieht hier so kahl aus. Machen wir hier mal so, zack. Und machen wir hier nochmal, zack. So, da können die ein bisschen wachsen. Ein paar haben wir auch noch in der Kiste, glaube ich. So, jetzt haben wir noch ein paar Level bekommen. Das können wir eigentlich hier drin lassen. Holz? Kein Holz? Doch, Holz. Bücher. 15 Bücherregale. Und wo stellen wir die denn mal hin? Ich glaube, wir machen hier mal so eine Art. Ach, wir haben keinen Cleanstone jetzt, ne? Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ah, haben wir schon 14:40. Na gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich kalbiere hier nochmal die Kohle. Und hauen wir nochmal ein bisschen Cobblestone mit rein. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.